Einer sagt, sorry, aber das ist Bullshit. Führ doch erstmal eine gesunde, tiefe Beziehung. Wie kann man eine Frau dazu bringen, dass man fremdgehen kann? Also ich von meiner Seite auf jeden Fall. Ich will niemanden dazu animieren, irgendwie fremd zu gehen. Fitness ist wichtig, Sport ist wichtig, Maskulinität ist auch wichtig, Menschlichkeit ist aber auch wichtig, so weißt du? Wenn wir auf der spirituellen Ebene sind, dann können wir nicht von Mann und Frau reden. Da gibt's in dem Sinne keine Geschlechter. Wir sind alle eins. Wenn du als Typ, als Mann, das Bedürfnis hast, wirklich dein Selbstwert durch Sex mit Frauen zu befriedigen, dann stimmt etwas mit dir nicht. Der Mensch geht kaputt daran, dass er keine liebevolle Beziehung hat. Ja. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Einer sagt, sorry, aber das ist Bullshit. Führ doch erstmal eine gesunde, tiefe Beziehung. Der Bruder war 10 Jahre verheiratet, meine lieben Freunde. Also darauf brauchen wir gar nicht eingehen. Ich habe eine tolle Beziehung. Ich habe eine fantastische Beziehung. Einer sagt, gib der Frau einfach 7 Namen, dann hast du jeden Tag eine neue. Wenn es so einfach wäre, würden wir es machen. Ja, okay, hier fragt einer, wie kann man eine Frau dazu bringen, dass man fremdgehen kann? Fragezeichen. Du musst dich zuerst auf den Status bringen, wo sie es auch akzeptieren würde. Überleg dir Folgendes, wenn jetzt, wen gibt es in Deutschland, so einen Typen, der richtig Status hat? Ist das überhaupt fremdgehen, wenn man das kommuniziert? Nein, das ist Sex haben. Fremdgehen ist cheaten. Das ist, wenn du was machst, ja. Hinterm Rücken. Ja. Wenn du es sagst, also wenn sie es weiß, dass du auch mal Sex mit einer anderen hast, dann ist es kein Fremdgehen, also in dem herkömmlichen Sinne. Anyway, das ist auch eine Sache, ich will nicht, dass das so rüberkommt. Also ich von meiner Seite auf jeden Fall, ich will niemanden dazu animieren, irgendwie fremd zu gehen, weil ich das selber am eigenen Leib gespürt habe und ich will keinen Menschen da irgendwie zu animieren und dass das so rüberkommt, als ob wir jetzt davon reden, dass man Frauen hintergehen sollte oder so. Auf gar keinen gar Fall. Nicht. Also von meiner das Seite kann traumatisieren. Ja. Das kann traumatisieren. Also Menschen hintergehen kann traumatisieren. Ja. Und das kann wirklich ziemlich tiefe Dellen in dich schlagen. Nee, was wir reden, ist wirklich eine offene Kommunikation. Ja. Die Frage war ja, wie kann man das machen? Der erste Punkt ist, du musst dich wirklich an eine Position bringen, wo du überhaupt in der Lage bist, das umzusetzen. Wenn du wirklich wenn du ersetzbar bist, sage ich mal so, dann lässt es nicht zu, weil du ersetzbar bist. Wenn du aber der Drake bist, mit super viel Cloud und ganz viel Kohle, gutes Aussehen, ultra hohem Status, dass der Drake fremd geht, das ist für alle selbstverständlich. Für jede Frau da draußen, die ihn auch anhimmelt, ist es selbstverständlich, oder? Die gehen ja nicht davon aus, dass der ultra treu ist. Die wissen's. Dass irgendwelche NBA-Spieler, Fußballspieler, dass die nicht treu sind. Wenn das rauskommt, ist es irgendwo, dass jeder von uns denkt sich, ja, aber das sind Fußballspieler, das sind NBA-Spieler, das sind Athleten. Bei denen ist es so, dass das durchkommt. Oder Schauspieler. Wenn Schauspieler das machen, ist es normal, weil es ja Schauspieler sind. Mhm. Okay? Die sind ja so an der Spitze, jeder will was von denen, die haben ganz viele Optionen. Weißt du, was mir bei der Aufzählung manchmal noch ein bisschen fehlt, wenn man so sagt, ja, du musst den Status haben, du musst das Geld haben, du musst die Erfolge haben und so. Was mir manchmal fehlt, ist, dass die auch mal aufzählen, dass Menschlichkeit auch wichtig ist so. Das habe ich nämlich für mich auch persönlich gemerkt. Menschen legen auch Wert darauf, anderen Menschen, also menschlich zu begegnen. Weißt du, was ich meine so? Und das wird oft in dieser Red Pill-Geschichte ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, du musst nur Erfolg haben, du musst nur Geld haben, du musst nur den Status haben und dann kannst du, dann kriegst du die Beste und dann ist alles. Aber die menschliche Verbindung wird manchmal ein bisschen vergessen, so, weißt du? Und das ist eine Sache, wo ich sage, das könnte man 1-2 Mal öfter erwähnen, dass es auch wichtig ist, einfach ein guter Mensch zu sein, ein gutes Herz zu haben und an den richtigen Stellen die richtigen Dinge zu tun. Das wird implementiert, weil naja. Status ist ja nichts anderes als im Wettbewerb mit den anderen Männern bist du ganz weit oben. Und Status bekommst du nicht, wenn du einfach ein sozialer Krüppel bist. Ja, aber du bekommst es, wenn du ein abgewichster Dude bist, auf jeden Fall. So, das sehe ich wenn, sehr oft. Wenn du in irgendeine Form von Fame hast, ja, aber die Art und Weise, wie Status in den Stämmen, also unter Freunden Status Hass ist meistens Sozialkompetenz. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Das ja, aber wenn es um den Status geht, was Geld oder Fame angeht, auch diese ganzen Leute, die sich nur über Geld definieren oder nur über Cloud oder nur über das, was sie Achievements, die sie erreicht haben,
und nie angefangen haben, mal auch im Herzen und als Mensch sich zu entwickeln und menschlich besser zu werden und anderen Menschen besser zu begegnen und so. Das ist eine Sache, die für mich zum Beispiel brutal wichtig ist und die ich persönlich gerne noch weiter nach außen tragen würde. Bei allem anderen auch so. Fitness ist wichtig, Sport ist wichtig, Maskulinität ist auch wichtig, Menschlichkeit ist aber auch wichtig, so, weißt du? Ja. Und das ist das, wo ich merke, in der heutigen Welt, in der wir leben, dass das nicht mehr so weit oben steht, dieser menschliche Gedanke, so, weißt du? Hm. Wollte ich nur mal so ein bisschen reinwerfen, weil ich weiß, was du meinst. Ich rede da meistens von Substanz. Das ist wirklich bei erfolgreichen, ich sage Alphas, also Männern, zu denen wir Männer hochschauen. Okay, bei denen ist es nicht selten so, dass die wirklich innerhalb von 2 Minuten wissen sie es, ob sie es mit einem Schwätzer zu tun haben oder ob es ein guter Typ ist. Ja. Also die spüren das. Die spüren das, wie das Herz von dem Menschen auch ist. Und das kann ein absoluter Assi sein, ja, das kann so ein Knastbruder sein, aber das ist ein ehrlicher Typ, der hat echte Werte, dem kann man vertrauen. Das spürst du ziemlich schnell in so einem 1:1 Gespräch auch raus. Safe, ja? Safe. Also safe. Da bin ich bei dir, also diese Persönlichkeitsebene, die gehört mit dazu. Safe. Und das wird dir auch dein Leben einfacher machen in jeglichen Bereichen, Geld verdienen, Status, Karriere, ein guter Charakter, sozial, Kompetenz, gute Werte, die werden dir dein Leben sicherlich einfacher machen. Safe. Okay, wir waren gerade, du wolltest gerade erklären, wie man das schaffen kann, dass man das quasi kommuniziert also, bekommt. Stimmt, der Bruder wartet immer noch, dass die Antwort kommt. Also, wenn du dann entsprechend so an dir so arbeitest, dass du wirklich auffällst und sie in dir den Typen sieht, den sie nirgendwo wieder bekommt. Also wirklich sie das Gefühl hat, dass du der Beste bist, den sie haben kann, dann ist es so, dass sie dir mehr zulässt. Dann ist es so, dass sie Regeln bricht. Und da kannst du am Anfang wirklich auch erklären, dass du für dich Sexualität wichtig ist, Abwechslung auch wichtig ist. Du hast es in der Vergangenheit versucht, du kannst es nicht. Du bist ja auch nicht der seine Liebe mit Sex großartig beweist. Bist aber auch nicht der jetzt jedes Wochenende irgendeinen klar macht, aber du willst, falls irgendwann mal, also du mal was mit einer hast, das musst du nicht kommunizieren, das sage ich dir jetzt einfach, falls du irgendwann mal jemals mit einer was hast, dann ist das einfach nur Sex. Da geht es nicht um Austausch von Emotionen, Spiritualität oder sonst irgendwas, das ist einfach nur Sex. Ihr bringst du das bei, indem dass du es nach und nach, also indirekt ansprichst und auch sie spüren lässt, dass das dir wichtig ist. Die direkte Konfrontation kannst du machen, ist aber so, dass das meistens am Anfang nicht akzeptiert wird, weil du jetzt plötzlich gegen die sozialen Normen vorgehst. Ich hatte durchaus nur positive, also entweder war es so, dass die Frauen gesagt haben, mache ich nicht, dann war es für mich auch okay, weil ich dachte mir, okay, ich will ihr ja nicht wehtun und ich will sie auch nicht manipulieren, also wissen wir es von Anfang an. Aber die meisten Frauen, und das ist erstaunlich, machen es mit. Auf eine Form, auf eine Art und Weise. Vielleicht hat sie irgendwelche B-Tendenzen und dann sagt sie, ey, lass uns einen Dreier machen. Oder sie sagt, okay, will ich nicht, aber I got it. Ich weiß, dass ich dich nur auf die Art und Weise quasi haben kann. Meinst du, das tut dann aber gut, wenn du eigentlich am Ende des Tages sie dann trotzdem immer, also damit verletzt quasi, aber sie ist einfach akzeptiert, weil sie dich unbedingt behalten will, so? Weißt du, was ich meine? Ja, aber jetzt frage ich dich, wenn ich mich verletze, ist das in Ordnung? Wie meinst du? Also wenn jetzt ich dann plötzlich verletzt bin, weil ich jetzt, sie kommt auf ihre Bedürfnisse, aber ich komme nicht auf meine Bedürfnisse, ist das in Ordnung? Mhm. Wieso ist es immer so, dass Männer so quasi den Schritt zurück machen müssen? Wieso müssen wir, ich rede jetzt nicht davon, dass wir aktiv die Frauen verletzen, okay? Und ich habe auch nicht gesagt, dass alle Männer da draußen jetzt Sex haben können. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Aber das ist ein wichtiger Teil vom Mannsein. Das Thema ist ein wichtiges Thema und ich glaube, dass es ein Thema ist, das was sehr viele Männer beschäftigt und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, wo sehr viele Beziehungen, die eigentlich Potenzial hätten, länger zu gehen oder vielleicht in einer Ehe zu enden, kaputt gegangen sind und Ehen und Kinder teilweise alleine groß geworden sind, weil der Mann irgendwie vielleicht einmal irgendwie was mit einer anderen hat oder so. Ich glaube, das Thema ist halt ein sehr verbreitetes Thema so, wo viele Männer auch
Probleme in Anführungszeichen haben. Und deswegen finde ich, das ist ein wichtiges Thema und dass man das auch anspricht, so, weißt du, was ich meine? Irgendwie bin ich bei mir noch nicht hundertprozentig auf dem Dampfer so, also noch nicht hundertprozentig überzeugt, was der richtige Weg ist, weil ich bin zum Beispiel auch einer, glaubst du denn persönlich daran, dass man, also du sagst, man kann auch Sex einfach so haben, ohne dass irgendwie eine spirituelle Geschichte da abgeht, oder was? Ohne spirituell, ja, das glaube ich, aber ich glaube nicht daran, ich würde jetzt nie zu einer Nutte gehen und sagen, nur damit ich Sex habe, will ich einfach, bezahle ich sie, habe Sex und gehe wieder nach Hause. Ich will als Mann auch begehrt werden, also ich will erobern. Dieses Jagen gehört ja auch mit dazu. Mhm. Ansonsten, wenn ich jetzt jedes Mal sage, okay, ich will den Trieb draußen haben, hier hast du 200 Euro und jetzt sind wir 15 Minuten zusammen, das wäre für mich nichts. Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass wenn du Sex hast mit einem Menschen, jetzt egal ob du Mann oder Frau bist, dass eine gewisse spirituelle Energie da abgeht und dass man auf jeden Fall, dass die Seelen sich miteinander verbinden etc., so, weißt du? Die Seelen sind alle eins. Es ist alles eins. Wir sind alles eins. Wenn wir auf der spirituellen Ebene sind, dann können wir nicht von Mann und Frau reden. Da gibt's in dem Sinne keine Geschlechter. Wir sind alle eins. Mhm. Es ist schon so, dass es gibt auch diesbezüglich gibt's Erfahrungen und Studien. Bei Frauen ist es tatsächlich so, dass die DNA kann sich verändern, weil der Mann in sie eindringt und das vermischt sich halt mit ihr. Bei Männern ist es so, dass wir weniger Probleme damit haben, weil wir von der Natur aus auch dafür gemacht wurden. Ja. Unsere Anatomie ist dafür gemacht, dass wir Sex mit Frauen haben, die auch andere Männer hatten. Deswegen ist unser Penis geformt wie so ein Widerhaken. So, die Eichel ist dafür da, das hört sich eklig an, aber dass bei der Penetration dann wieder das Zeugs vom anderen Typen rauszieht, ja. Das ist die Form. Echt? Das ist ganz, ganz primitiv, ja, ja. Und da kommt das, als wir noch auf den Bäumen und irgendwelchen Stämmen gelebt haben. Ach du Scheiße, wo hast du denn die meisten Infos hergeholt, überall, die du so hast? Überall Bücher, ich habe das in Kannst Videos. Du Empfehlungen raushauen? Also nicht spezifisch. Ich habe so viel im Kopf, dass ich jetzt nicht spezifisch irgendwas sagen kann. Okay. Kommt immer drauf an, was du wissen möchtest, aber Schick mir mal eine Liste zu, auf jeden Fall. Alles klar. Alles kann ich machen. Nee, auf alle Fälle diese Seelengeschichte. Frauen leiden eher darunter, wenn sie promiskuitiv sind. Neigen auch dazu, dass sie mehr zu Antidepressiva greifen, also zu Medikamenten. Männer können trotzdem noch glücklich sein, auch wenn sie promiskuitiv sind. Aber die wenigsten Männer können überhaupt promiskuitiv sein. Okay, verstehe. Wie war es eigentlich bei dir in deinem Elternhaus quasi? Haben die dir schon so eine gute Beziehung vorgelebt oder wie war da so die Harmonie? Genau, gar nicht gut. Mein Vater ist ein absoluter Blue Pill Beta, also wirklich der Nice Guy. Er hat sehr ein geringes Selbstwert und hat versucht, immer andere Menschen glücklich zu machen. Und als Frau von so einem Mann willst du das nicht, dass dein Typ dann plötzlich sich immer wieder unterordnet und andere versucht, glücklich zu machen. Du willst den Macker an deiner Seite haben. Das hat dazu geführt, dass meine Mutter ständig frustriert war und die hatten dann oft wirklich miteinander Streit. Ja, okay. Nee, ich habe das nicht von denen abgucken können, aber ich habe abgeguckt, was nicht funktioniert, was unterm Strich auch eine gewisse Lektion war. Ja. Yeah. Ich will noch kurz etwas andeuten, ist wichtig, weil nicht, dass ich da plötzlich als der Typ raussteche, der das Gefühl hat, der euch sagen möchte, ja, geht einfach fremd oder habt Sex in euren Beziehungen. Es geht mir nicht darum, es geht einfach nur darum, was ist die Strategie. Ja. Unterm Strich ist es so, wenn du als Typ, als Mann, das Bedürfnis hast, wirklich dein Selbstwert durch Sex mit Frauen zu befriedigen, dann stimmt etwas mit dir nicht. Hm. Es gibt auch solche Typen, die dann immer wieder eine neue, eine jüngere, eine schönere und es hört nicht auf. Das ist wie immer ein schnelleres Auto, größeres Haus, jüngere Freundin. Das hat nichts mit ich sage jetzt mal Sexualität in dem Sinne zu tun. Das hat viel mit Selbstwert zu tun. Und es gibt Männer, die das auf die Art und Weise kompensieren wollen. Und die neigen dann dazu, dass sie auch in die Perversion gehen. Irgendwann mal ist es so, dass dann plötzlich die Dan Bilzerian zum Beispiel, hast du das Gefühl, der spürt, dass seine Freundin eine 10 ist, nachdem er schon vielleicht 50 Zehner hatte, wenn nicht mehr?
Nein, der hat das gesehen, der hat das erlebt, das ist aus dem System draußen. Und wie willst du den Typen noch was spüren lassen? Dann kann es wirklich ausarten, dann bist du plötzlich in Orgien, Gangbangs. Das hat er auch selber gemerkt. Ich habe mir letztens auch einen Talk von ihm reingezogen, das hat er auch selber gemerkt und hat dann auch einen radikalen Entzug gemacht, so mehr oder weniger. Und war sogar, glaube ich, dann ein halbes Jahr oder Jahr mit nur einer Frau zusammen irgendwie. Weil er auch gemerkt hat, das erfüllt dich auch irgendwann nicht mehr, ist doch klar. Also, und das ist vor allen Dingen auch ein schwarzes Loch. Gefährlich. Also, du kannst immer weiter, immer mehr, immer größer. Und wie du gesagt hast, das endet irgendwann in kranken Perversionen, wo du immer wieder irgendwas Neues brauchst, weil dich das dann, die Zähne dich nicht mehr befriedigt. Dass der Porno dich nicht mehr befriedigt, auf einmal willst du ganz komische Sachen machen, die eigentlich vorher gar nicht in deinem System drin waren, so weißt du? Weil du kein Dopamin mehr ausschüttest mit diesem durchschnittlichen Zeugs. Ja, und ich glaube, so ist es auch oft bei Stars und bei Leuten, die krassen Erfolg haben und Schauspielern und da hört man ja immer mal wieder so ganz komische und kranke Geschichten, weil ich glaube, es bei denen auch so ist, dass die immer wieder den nächsten Kick suchen und das nächste Ding suchen, weil die einfach mit sich selber nicht im Reinen sind und mit sich selber nicht klarkommen. Die Erfüllung findest du in dir selber so. Naja. Sie übertreiben es und danach verlierst du die Relation. Mhm. Danach bist du weg. Auf diese Kombi habe ich schon seit Corona gewartet, Leon. Ich habe dir damals schon Burak vorgeschlagen. Das war aber damals zu viel Spam im Chat. Okay, das ist keine Frage, aber danke dir, Victor. So, wie soll man bei so vielen degenerierten Frauen heutzutage noch eine Frau fürs Leben finden? Die meisten haben so viele Red Flags, einfach trotzdem auf eine einlassen oder ewig weitersuchen. Also einfach trotzdem auf einfach auf eine einlassen ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst, Bro. Aber jetzt lassen wir Burak anfangen. Nein, das Problem ist halt, dass wir angezogen sind von sexuellen Attributen. Wenn eine Frau knapp angezogen, die Brüste halb draußen, roter Lippenstift, schöne Haare, sich vor einer, ich sage jetzt mal, eher konservativen Frau aufhält, dann ist es so, dass die Konservative nicht auffällt, weil wir biologisch zu diesen Sexualmerkmalen angezogen sind. Hm. Und deswegen ist es so, dass du wahrscheinlich auch diese Frauen nicht wirklich siehst, weil auf Instagram bekommen die Likes nicht ab. Ich würde dir empfehlen, dass du auf Merkmale achtest. Die sind vielleicht sogar gar nicht vertreten auf Instagram. Gar nicht. Nee, gar nicht. Also vielleicht ein bisschen unter Freunden und Familie oder hauen irgendwelche Hundefotos drauf, aber sie zeigen ihren Hintern nicht auf TikTok oder auf Instagram. Achte auf die Merkmale, die solche Frauen haben und versuch jetzt auch gewisse Dinge zu ignorieren, die Dinge, die dich anziehen, zu ignorieren. Unterm Strich habe ich etwas am Anfang gesagt, du wirst auch anziehen, was du bist. Mhm. Wenn du, ich sage es mal, der Player bist, Player ziehen meistens auch Hoes an. Das ist so, die ergänzen sich gegenseitig. Konservative Menschen, die gehen nicht auf Hoes. Und die Hoes finden Konservative auch nicht wirklich interessant, außer dass sie verdienen Geld mit denen. Aber da musst du auch ein bisschen an dir arbeiten. Kann ich so unterschreiben. Ja. Glaubt er dran, dass man diese tiefe Bindung nur zu einer Frau aufbauen kann und dieses Feuer immer wieder für diese eine Frau entfachen kann? Man kann sich doch immer wieder neu kennenlernen, gemeinsam wachsen und eben nicht den primitiven Trieb drüber stellen. Definitiv. Aber schaut mal, wenn wir von Bindung und Liebe reden, dann sind wir bei der Spiritualität. Und Spiritualität ist nicht exklusiv. Das ist nicht so, dass man sich einer Person, also es die Liebe einer Person gibt. Spiritualität, das verbindet uns alle und alles. Das heißt, dass du im Grunde genommen jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, jeden Baum, jeden Hund, alles, da fließt die Liebe. Das ist, du bist eins mit allem, spirituell gesehen. Ja, und das kannst du nicht sagen, wenn du mich liebst, darfst du sie nicht lieben. Das ist keine spirituelle Liebe, das ist eine gewisse Form von Bedürftigkeit. Das ist Abhängigkeit auf eine Art und Weise. Du kannst eine tiefe Bindung mit einem Menschen, mit einer Frau eingehen. Ja, du kannst sie gut kennenlernen. Ihr könnt euch so gut kennenlernen, dass ihr ohne Worte miteinander auskommt mit der Zeit, weil ihr euch so eingespielt habt als Team und euer Leben auch vereinfachen. Aber diese Art von
Connection, die du ansprichst, also wenn ihr zusammen als Mensch, also Mann, Frau zusammen seid, da geht es nicht um spirituelle Liebe. Das ist wirklich auch, es geht um Bedürfnisse, die befriedigt werden. Und in die Liebe an sich hat nicht sehr viel zu tun zwischen einer Person zur anderen. Die erleuchtesten Menschen, die es gibt, heute, den kenne ich heute, den Dalai Lama, den ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach ein paar Namen, Papst oder Satguru, sind die zusammen mit Frauen? Ich weiß das gar nicht. Sind sie nicht. Das sind spirituelle Menschen, die liebevoll sind, aber ihre Liebe der ganzen Welt schenken. Es gibt auch Frauen, ja, die Mutter Teresa. Und grundsätzlich, Frauen sind viel spiritueller wie Männer. Sie haben eine schnellere und eine viel einfachere Verbindung zur Spiritualität. Sie sind auf der Gefühlsebene. Ja. Unglaublich. Das ist auch eine Beziehung mit einer Frau. Eine gute Beziehung mit einer Frau kann dich auch sehr spiritueller machen. Kann dich auf der Reise unterstützen. Und ich bin dafür, dass wir alle liebevoll zueinander sind. Liebevoll heißt nicht romantisch sexuell. Liebevoll heißt einfach, dass man das Herz öffnet und einfache Menschen mit Liebe begegnet. Aber zwischen Mann und Frau, das, ich sage es mal, tiefer und also quasi von einem Himmel auf den nächsten sich erheben, das ist Fantasie. Menschen sind biologische Wesen. Ich rede jetzt von Haut, Knochen, Muskeln etc. Materiell ist es so, dass wir uns gegenseitig in dieser Welt brauchen, benötigen. Aber währenddem, dass wir auf dieser Welt uns brauchen, ist es natürlich so, dass wir auch eine spirituelle Verbindung haben, weil es mehr gibt als das, was diese Welt zu bieten hat. Und diese Verbindung ist aber auch so, wenn wir wirklich alle Emotionen, also quasi Ängste ausschalten könnten wir die Liebe wirklich überall hingeben und von überall empfangen. Das darf nicht zu exklusiv gemacht werden. Ich finde das einschränkend, wenn man sagt, du darfst nur einen Menschen lieben. Verwechselt aber eben Liebe nicht mit, ich sorge für dich, ich habe Sex mit dir. Es geht mir nicht darum, es geht mir darum, einfach dein Herz zu öffnen gegenüber anderen Menschen. Und wenn du aber jetzt freundlich bist zu einem anderen Menschen und ich zu einem anderen Mann freundlich und liebevoll bin, das ist in Ordnung. Wenn ich freundlich und liebevoll zu einer Frau bin, die gut aussieht und die meine Freundin dann sagt, was ist los mit dir und wieso und warum, das kommt nicht aus der Spiritualität. Das ist eine sehr, sehr materielle Angst, die sie hat. Mhm. Also quasi nein. Du glaubst nicht daran. Also ich glaube nicht, dass die Liebe, von dem alle reden, eben so diese spirituelle Liebe ist. Das reden sich viele ein, ohne zu wissen, wovon sie reden. Okay, dann nehmen wir das raus, ja? Ja. Und reden jetzt von einer Beziehung. Mhm. So, und eine Bindung mit einer Frau. Und sie fragt, das ist die Linda übrigens, schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Sie fragt Hallo, Linda. Ob das irgendwie, ob man das nicht, dieses Feuer nicht immer wieder einer Frau gegenüber entfachen kann, sich zusammen entfalten kann und immer wieder sich neu entdeckt, quasi so, dass man da auch befriedigt bleibt, so. Spirituell ja, sexuell nein. Biologisch gesehen ist es so, dass unser Körper, auch ihr Körper, irgendwann mal auch sagen wird, ey, habt ihr es jetzt geschafft, jetzt mit den Kindern kriegen oder nicht? Und danach ist es so, dass die Biologie auch sagt, okay, das ist jetzt Job done, ist erledigt. Und danach ist es nicht so, dass du in dem Sinne, ich rede jetzt von der Geilheit, wenn es darum geht. Sexuelle Anziehung, ne? Sexuelle Anziehung ist nicht mehr dieselbe. Du kannst diese sexuelle, liebevolle Anziehung, die kannst du spirituell connecten. Da geht es aber nicht darum, diesen geilen Sex in dem Sinne zu haben. Dann wird es nie mehr wieder dreckig im Bett. Dann ist es einfach nur eine innige sexuelle Beziehung, die du hast. Das geht. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber auch da, irgendwann mal ist es so, dass Männer werden femininer, Frauen werden maskuliner. Wenn wir unser Testosteron verlieren im Alter, Andropause, Frauen verlieren ihr Östrogen, Menopause, ist es so, dass der Mann seine Männlichkeit verliert, die Frau verliert ihre Weiblichkeit und sie treffen sich in der Mitte. Das ist die Art und Weise, wie die Natur dir sagen möchte, es ist Zeit loszulassen von deinen materiellen Kräften. Also das Maskuline und das Feminine
die kommen zusammen. Jetzt werdet ihr plötzlich von Natur aus eins. Wenn ihr dann 70 Jahre alt seid, dann seid ihr nicht zusammen, weil sie einen geilsten Hintern hat und er irgendwie der super Typ ist. Dann seid ihr mehr seelisch zusammen. Dann hält euch die Liebe, diese spirituelle Seele zusammen und nicht die materielle Welt. Und dafür sorgt die Welt, indem dass es euch langsam zueinander treibt. Auf die Art und Weise. Sofern ihr aber auf wirklich du top maskulin bist und sie top feminin bist, dann werdet ihr unglaublich Spaß dran haben, diese animalische Liebe zu leben, weil das ist die Art und Weise, wie das Leben sagt, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Deswegen seid ihr so gemacht, wie ihr gemacht seid. Wenn du aber sagst, nein, lass uns so aufhören, wir wollen das nicht, dieses dreckige Sex und dieses Geilsein, lass uns direkt in die spirituelle Welt reinzugehen, dann bist du zu schnell. Du bist noch nicht da. Krass. Habe ich so noch nie, krass. Cooles Gespräch, Digga, Alter, das gefällt mir gerade richtig gut. Also glaubst du ja am Ende des Tages doch daran, aber es ist halt eine Altersfrage. Das ist je nachdem, wo du stehst. Ich glaube einfach nicht daran, dass man etwas pauschalisieren kann. Weißt du, wenn du spirituell aus dem Mangel bist, ist es nicht so, wie wenn du spirituell aus der Fülle bist. Wenn ich alles schon gesehen und erlebt habe und jetzt sage, ich gebe mein Geld, ich gebe es her, obwohl ich es habe, dann ist es eine andere Form von Spiritualität, wie jemand, der sagt, Geld ist nicht wichtig, aber er hat nie welches und ist immer in der Kreide, weißt du? Das ist eine andere Ausgangssituation. Ich finde, jeder muss sich in sich hören. Deswegen habe ich gesagt, wenn du Bedürfnisse hast, hast du diese Bedürfnisse aus einem bestimmten Grund. Das Leben spricht zu dir. Das Leben sagt, hey, du willst ja eigentlich zusammen sein mit deiner Frau, du willst Sex haben. Du hast gesagt, ich will eine haben. Dann warst du mit einer zusammen. Und dann war es plötzlich so, dass du gesagt, unter Umständen, ich sag jetzt einfach was, dass du gesagt hast, ich will vielleicht auch eine andere haben. Das Leben spricht zu dir momentan, okay? Interpretiere es und mach was daraus, ohne dass du dabei andere Menschen verletzt. Und das geht einfacher, wenn wir offen sind zueinander und sagen, ja, liebst du mich? Ja, dann willst du mit mir zusammen sein? Ja, aber ich will vielleicht auch mit anderen zusammen sein. Ich weiß es noch nicht. Okay. Sie sagt, sehe ich anders. Ist okay. Soll klar. Sie, darf sie. Klar. Absolut. Aber danke für die Perspektive. Sehr, sehr wertvoll und vor allem sehr wichtiges Thema. Yeah. Danke dir. Lass mich kurz was sagen. Ich kann es aus meinem Bekanntenkreis sagen. Vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Ich habe sehr viele Männer, erfolgreiche Männer in meinem Umfeld, irgendwo Mitte 40, Mitte, Ende 40. Ja? Mhm. Und sehr erfolgreich, große Familien, teilweise Top-Beziehungen mit glücklichen Kindern und auch regelmäßiger Sex. Und das ist selten der Fall, aber ich habe solche. Nichtsdestotrotz, ich hatte auch schon diese Gespräche, als der Typ gesagt hat, das macht man nicht, tut man nicht. Und habe ein bisschen nachgebohrt und mitbekommen, dass er auch schon irgendwo nebenbei mit einer rumgemacht hat und ihr an den Brüsten rumgeleckt hat, etc. Okay, das ist jetzt der tugendhafteste von allen, ja? Und dann sage ich, okay, ist das jetzt, wo ist diese Grenze? Ja, ist in Ordnung, wenn man jetzt einfach nur ein Porno schaut? Oder ist es nicht in Ordnung, wenn man dann den in sie reinsteckt? Wo hört's auf? Wo fängt's an, wo hört's auf? An dem Zeitpunkt, wo dein Mann sagt, okay, ich will nur mit dir zusammen sein, ich will dir treu sein, aber sich einen runterholt bei einer anderen Frau in einem Porno, das ist genau das. Das ist genauso betrügen, mental. Nur weil du ihn jetzt nicht an eine Darstellerin verlieren kannst, macht's das nicht weniger schlimm. Der Trieb ist der gleiche quasi. Der Trieb ist derselbe. Das ist das. Und weil du mich ja gefragt hast, ob ich auch was dazu sagen kann, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, dass die meisten Männer, die ich kenne oder kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, wenn du denen sagen würdest, ey, du könntest jetzt, ohne dass du mit Konsequenzen rechnen musst von deiner Frau, jetzt dein Ding machen und hier jetzt das machen oder dies machen, 99% von den Männern, mit denen ich mich unterhalten habe, oder sagen wir 95% von den Männern, würden es tun. Ja. 95% aber weißt du, was, von den was Männern, die Männer, die erzählen was auch die von meisten anderen, Männer noch viele, mehr wollen?
warte, wie viele Freunde ich auch hatte, die in einer Beziehung sind und mich dann wöchentlich angerufen haben und mich nach meinen sexuellen Kontakten mit anderen Frauen befragt haben und richtig Details wissen wollten, damit sie sich vorstellen können, auch Sex mit einer anderen gehabt zu haben. Alleine das, die Psychologie von ihm hat doch schon Sex mit einer anderen Frau, auch wenn er sich Pornos reinzieht oder wenn er Onlyfans von einer anderen Frau abonniert und sich darauf dann einen runterholt. Die Psyche hat doch, die Psyche denkt ja, die macht ja keinen Unterschied, weißt du, wie ich meine, die denkt ja schon, dass du Sex mit einer anderen hattest, wenn du dir auf Pornos einen runterholst. Deswegen ist es ja auch so gefährlich, sich so oft auf Pornos einen runterzuholen, weil du dann quasi ein Erfolgserlebnis danach hast, obwohl du gar keine Arbeit reingesteckt hast und gar keinen Erfolg gehabt hast eigentlich, weißt du? Ja, ja. Und da ja. siehst du halt einfach, der Trieb des Mannes ist einfach vorhanden und am wichtigsten ist es, diesen kennenzulernen und ehrlich damit umzugehen und sich nicht zu verstellen, bin ich deiner ja. Meinung. Also, liebe Frauen, keine Angst, die meisten Männer werden euch nicht fremd gehen, weil die meisten Männer können nicht fremd gehen. Die meisten. Okay, aber das sind eben auch die Männer, die keine Optionen haben. Wenn der Mann Optionen hat und keine Konsequenzen befürchten muss, dann wird er es machen. Mhm. Früher oder später, am Anfang nicht. Etwas wollte ich auch sagen. Jeder Mann möchte Sex haben, also wenn du jünger bist, häufiger, wenn du älter bist, qualitativer und weniger häufig, aber du willst regelmäßig Sex haben. Aber was Männer noch mehr wünschen, noch mehr wollen, nur damit ihr das auch wisst, sind stabile, harmonische, liebevolle Beziehungen. Danach mhm. sehnen wir uns Männer. Voll. Wir sehnen uns nach einer harmonischen, liebevollen Familie. Wir wollen diese Beziehungen noch mehr als, also wenn du uns sagst, du kannst jetzt jeden Tag eine andere poppen oder eine harmonische Beziehung haben, dann wird er die harmonische Beziehung nehmen und drunter leiden, dass er nicht regelmäßig Sex hat. Wenn du dem aber sagst, er kann jeden Tag eine neue poppen, das macht ihn kaputt. Der Mensch geht kaputt daran, dass er keine liebevolle Beziehung hat. Ja, ja, ist so. Kann ich hundertprozentig unterschreiben, dass man eine Frau zu haben, die einen wirklich von ganzem Herzen liebt und alles für einen tun würde und dir diese spirituelle Energie auch mitgibt. Das Schönste. Das ist so wertvoll. Das macht uns zum Mann. Das mhm. ist, führt dazu, dass du sagst, okay, für die mache ich alles. Mhm. Für die gehe ich in den Tod. Das würde jeder Mann einfach ohne zu denken, würde das machen. Hier fragt gerade einer, das ist eine krasse Frage. Und zwar, wenn man seine Frau betrogen hat, lieber verschweigen oder beichten?